Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu Happy Wheels. Mein Name ist Packy und heute. So, nach diesem wundervollen Intro starten wir auch eine weitere Map vom lieben Kenor. Der hat hier irgendwas gebastelt mit Obstacle. Ungefähr so. Wir probieren es. Da sind so Dinge, die sich drehen. Ich bin nicht sicher, was das sein soll, aber fragen wir mal unseren verantwortungsbewussten Fahrradvater. Auch ein eigenartiges Wort, aber Fahrradvater zu sein ist in einer heutigen Gesellschaft nicht so einfach. Fangen wir also an. Dad? Wieso fängt eigentlich immer der Sohn an zu. Dad? Ja, Sohn. Dad, bist du verantwortungsvoller Vater? Ja, Sohn, siehst du nicht, wie verantwortungsvoll ich mit dir hier über diese sich drehenden, ich weiß auch nicht, was es ist, fahre? Dad, ich habe Angst vor diesen drehenden, ich weiß auch nicht, was sie sind, Dinger. Ja, Sohn, das kann ich. Oh Gott! Das kann ich verstehen. Denn diese drehenden, ich weiß auch nicht, was sie sind, Dinger, machen uns tot. Dad, das ist aber ganz schön schlechtes Deutsch, machen uns tot. Sowas sagt man doch eigentlich nicht. Sohn, weißt du, manchmal denke ich mir, es wäre echt schön gewesen, wenn ich unfruchtbar wäre. Dad, was soll das denn heißen? Ja, Sohn, das verstehst du schon, wenn du alt genug bist. Irgendwie bin ich schon ganz schön alt. Dafür, dass ich immer noch hier in deinem Kinderwagen sitze. Kindersitz, Kinderwagen, was laber ich? Kindersitz, wieso hast du eigentlich kein eigenes Fahrrad, du kleiner Sp Blub Mein Helm! Au! Jetzt wurde er von dem Helm beschossen. Unfassbar. Was ist Sinn dieser Dinger? Ist das einfach nur jetzt, um mich abzuficken oder. Warum sind die da irgendwie? Ich komm nicht drauf. Oh, Dad, sei doch nicht so aggressiv. Du musst das ganz ruhig angehen. Schau. Ganz ruhig. Sohn, weißt du, was ich ganz ruhig angehen lass? Nee. Guck mal hier. Mir ist nichts passiert. Oh. Das waren seine Arme. In die nächste Folge kommt dann übrigens auf Englisch. Ihr wollt ja eine Folge auf Englisch. Wir machen das beim nächsten Mal, okay? Wenn ich mehr Zeit habe. Also morgen kommt eine Folge auf Englisch. Yay, Packy macht mal wieder eine Folge täglich, ja. Ja, ich versuche ja jeden Tag, aber es geht halt nicht immer. Ne? Man muss ja auch arbeiten und so. Und man hat da viel zu tun. Und im Privatleben ist ja unglaublich anstrengend und so. Dad, wer ist dieser Typ, der die ganze Zeit das labert? So nicht, weiß es nicht. Au. Oh, perfekte Position. Du, ja, komm schon her. Oh. Da hat er sich beim Versuch, seinen Vater anzugrapschen. Ich glaube, das ist gar nicht sein Vater. Der, du bist gar nicht mein Vater, oder? Nein, ich bin nicht dein Vater. Ich bin dein Onkel. Was? Du bist mein Onkel? Ja, nein. Ich bin dein Sohn. Da hat's ein Gleit zerrissen. Diese Information hat er nicht verkraftet. So hat er sich selbst explodieren lassen, um damit besser klarzukommen. So, jetzt schauen wir mal, ob wir das schaffen. Oh, nicht mit dem Kopf. Nein, nein. Wie habe ich denn das vorhin so leicht geschafft? Ich ende immer da, wo ich begonnen habe. Das ist eigentlich nicht so im Sinne des Erfinders. Aber vorhin habe ich es doch so easy geschafft. Ach, ich will hier auch nicht mehr auf den leichten Teilen rumfahren. Ah ja, hat sich ja sowieso erledigt. Schön. Dad? Ja? Dad, wie war das? Du bist mein Sohn? Ja, Sohn. Ich mein Vater. Also, Dad. Das ist so. Ich bin du aus der Zukunft. Was, du bist ich aus der Zukunft und mein eigener Sohn? Ja. Das geht doch gar nicht. Ich schaff das nicht. Ich komme da auch nicht rüber und ich schaff das nicht. Und ich komme da nicht rüber und ich schaff das nicht. Oh. Ja, da hat er nichts mehr zu lachen, der feine Airpack. Nein. Ja, sehr gut. Oh nein, ich schaff das nie so rüber, diese Scheiße. Einfach in der Stille Richtung Tod schleichen. Schleichen? Oh. Frontflap! Nein. Dad, hör auf! Ich mein Sohn!
Moment, wenn ich dein Vater bin, dann darf ich ja sowas machen hier, oder? Ja, genau das meinte ich. Sowas. So, einmal versuche ich es noch, dann habe ich keinen Bock mehr. Das fuckt mich echt total ab hier, diese Scheiße. Pinky, du kannst die schweren Maps gar nicht spielen. Du musst voll nicht im Bau und so. Ja? Ach ja? Ach ja? Wer sagt das? Boah, wieso dreht sich das so schnell? Das kann man nicht schaffen. Kackmap. Ich bin zu schlecht dafür, ey. Was hat denn keiner noch gemacht? Hero Adventure 2, hoffen wir, das ist ein bisschen einfacher. Alter, was ist mit mir heute los, ey? Ich habe irgendwie unbewältigtes Aggressionspotenzial. Oh, könnt ihr mal bitte jetzt die Map abspielen hier? Das kackt mich ja gerade maximal an. Boah, Rail Adventures 2 kann nicht geladen werden. Oh, sorry, der war ja Problem. I don't fucking care if there was a problem. Start the fucking map, guy. Geht doch. Good evening, bitches. My name is Fernando Santos. Und today, es habe ich easy gesagt. Oh, Fernando, pass auf dich auf. Jetzt bin ich wieder da, wo ich hergekommen bin. Das wollte ich aber nicht. Ich wollte doch eigentlich auf die andere Seite. My name is Fernando Santos and I am the mightiest sorcerer on Earth. And I will make it through the ground. Oh, I have to press space bar, I forgot. I'm so sorry for my not immerness. I press the space bar, but it doesn't work at all. Oh no, I'm the heavy master of his. Oh, I hurt myself, shit. Okay, now I go. Nein, Fernando. Hey, was so? Ich bin Fernando Sanchez und so, ne? Hey, Alter, Fernando. Hey, Pecky, bist du eigentlich Türke? Nein, ich bin kein Türke. Hört auf, mich zu deabonnieren. Ich bin Deutscher. Deutscher! So, und mit dem deutschen Fahrrad fahre ich hier auch darauf und schaffe dann die Linie zur der nächsten Bahnabgleisstück und so. Hold Spacebar. Ja, ich hol doch Spacebar. Ich hole das Spacebar schon mein ganzes Leben. Und nie hielt ich es so fest wie heute. Jetzt muss ich gucken, dass ich das Spacebar nicht so. Das kann man doch nicht schaffen! Ich meine, das kann man doch nicht schaffen. Ich bin so untröstlich, wenn ich diese Sachen hier nicht schaffe. Ich, Fernando, muss kontrolliert bis zum Ende. Genau so geht das, genau so. Und so nicht. Und so erst so ein Gleisgang ist. Ich habe verloren. Fuck this shit, man. Ich komme ja nicht weiter. Ich muss es versuchen, noch schneller zu machen. Ich muss versuchen, kontrolliert hier raufzukommen, aber ich mache immer einen Sprung. Ich kann dafür keinen Sprung machen. Das ist so schwer für mich. Ich habe das Gefühl, Fernando Santos wird allmählich ein bisschen mehr italienischer Akzent als der eigentlich geplante spanische Akzent. Nein, 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 Fernando. Ja, 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 nein, nein, nein. Puff. Mit dem Kopf durch die Wand. Gott, ich labere heute schon den ganzen Tag nur so scheiße, glaubst du das? Der eine Zuschauer, der hier zuguckt. Nee, mal echt jetzt, ich bin voll froh, dass ihr alle dabei seid und dazu guckt, so, obwohl ich die ganze Zeit nur scheiße laber und so und total irgendwie geistig unter dem, ne, ihr wisst schon, auf jeden Fall voll geistig drunter. Nein, nein, nein. So, ja, und schön. Schön langsam, Fernando. Schön langsam, Fernando. Ja, da fällt er nach vorne raus. Das möchte ich aber nicht. Jetzt muss er gucken, dass ich hier irgendwie auf diese andere Seite komme. Ich weiß noch nicht, wie ich das machen soll, aber ich habe einen Plan. Genau das war mein Plan. Nein, das ist zu schwer. Das ist einfach zu schwer. Das kacke ich nicht. Ich meine, das kann ich nicht. Wir werden diese Folge, und morgen gibt es eine Folge auf Englisch. Ich werde sie hochladen irgendwann. Dann gibt es auch noch die Rayman-Demo. Ich habe schon angespielt. Ist echt imba.
Gefällt mir wirklich gut. Da dachte ich mir, jetzt hörst du auf. Die nimmst du dann auf, falls es euch interessiert. Wenn nicht, dann schaltet halt aus. Falls es euch doch interessiert hat oder euch gefallen hat, könnt ihr gerne Daumen hoch. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis morgen. Ciao.